Tag, Leute, ich hab's geschafft. Bin hier einfach rüber gehopst. Also bin nochmal aufs Förderband, dann auf das Ding. Weil ich hab's auf das Ding versucht, da wurde ich zerkeilt. Dann auf das Ding und dann ist das Teil da irgendwie runtergefallen und dann hat sich da verkeilt und dann Feierabend. Kann ich jetzt bitte zurück, ohne zu sterben? Das geht. Das heißt also, das Spiel wollte mich nicht lassen, weil ich was falsch gemacht habe. Dankeschön. Das ist sehr nett. Ich sehe sehr nett. Was ist denn hier überhaupt? Nichts. Ein großer Haufen nichts. Wieder zurück. Keep clear. Das Gold. Komme ich denn auf das Förderband? In der Treppe oder so? Da kann ich nicht drauf springen. Danger. Kann ich nicht. Darf ich nicht. Nom nom nom. Gut. Achso, natürlich. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich muss ja mit dem Förderband wieder zurück, das läuft ja nicht mehr. Entschuldigung. Kleiner Denkfehler. So, Typi steht am Ende vielleicht noch da. Deswegen bin ich schon mal prepared. Da hat er gedacht, da können wir uns zerschmamschen. War ich gedacht. Ne, der läuft da gerade. Bleib stehen, du Schwein. Du Schwein. Einfach wegläuft. Oh Gott. Oh, das war knapp. Hat ein Maschinengewehr. Tötet ihn. Und du doch. Achso, da bist du. Da ist noch einer. Ich Kopf. Noch mehr. Das sag mal. Du warst doch eben noch nicht da. Spawn die hier? Die spawnen hier. Auf gegen die Wand zu schießen. Die spawnen, sobald ich um die Ecke gehe. Das ist ja frech. Oder er ist von hier unten gekommen, das kann natürlich auch sein. Kommt noch einer. Seh dich, seh dich. Komm näher. Komm, ich will deine Rübe sehen. Ja. KI ist echt mittelprächtig hier. Also da habe ich echt schon mit Gegnern zu tun gehabt, die wesentlich intelligenter waren und mir das Leben zur Hölle gemacht haben. Das Areal. Zeig es die rüber ab. Wer war der? Kommen die hier? Lass die Kisten in Ruhe. Worauf schießt der? Hier bin ich. Aua. Caring. Der unser Maschinengewehr, ne? Krassest. Muss mal hier eine. Wow. Muss ich wieder Ecke suchen. Hier ist safe. Muss mich mal verarzten hier. Der hat schon wieder Entzugserscheinungen. Entzugserscheinungen. Das Bild so grissig wird, finde ich auch einen coolen Effekt, muss ich sagen. Geil gemacht. Sehr gut, alles gut.
Wir haben uns verarztet. Mach mal keinen. Mach mal hier nicht einen auf Klappmann. Zwei Türen, welche geht? It's locked. Die nicht, also die andere. Gut. Will man Colt gerne haben. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von Maschinenpistolen, wenn ich ehrlich bin. Da war noch Munition. Elevator Power. Na, sieh mal einer an. High Voltage, High Voltage. This should get the elevator running again. Oh no. I've already done that. Ach so, okay. Cool. Munition. This must be the Marsh family office. Wird Munition da liegen? Ich will nicht da festbacken, ja. Möchtest du das mitnehmen? So, gucken wir mal rein. Was ist das? Nein. Liebe Familie. Achso. Liebe Familie, ich denke, dass ich bald wieder zu Hause sein werde. Ich freue mich schon darauf, euch alle wiederzusehen. Ich denke, dass meine Reise erfolgreich war. Ich habe viele potenzielle Käufer für unser Produkt gefunden und bin, wie ich es vorausgesagt hatte, auf wenig Ablehnung gestoßen. Jeder weiß, wird die Geschichte von den Siegern geschrieben und diese Abkommen und Gesetze müssen sich von der Tatsache der Eroberung beugen. Was ist mit dem schon verwerflich an einer Kugel oder Bombe, die in den Tod für höhere Zwecke bringt? Bei meiner Rückkehr werde ich euch mehr berichten. Aber insbesondere Robert viel zu sagen. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass unsere persönlichen Glaubensvorstellungen und Pläne im allgemeinen Wohl der Familie und der Stadt unter allen geordnet sind. Wenn die Zeit näher rückt, ist es noch wichtiger, dass wir alle an einem Strang ziehen. Wenn er sich weigert, muss er zu dem Wohl dazu gezwungen werden. Insbesondere muss er ohne Verzögerung seine Bestie zu einem anderen Teil der Raffinerie bringen. Meine Liebe und Segen euch allen. Il Allah Dagon. La Hydra. La La. Sebastian. La Ia. Ia. Tagebuch von Jack Walters. Wir haben keine neuen Einträge. Okay. It's a letter from Sebastian Marsh. Ja. Was du nicht sagst. Das ist so. Shipping. Das, der Aufzug, der geht jetzt hier wieder. Ah, hier kann ich sogar speichern. Das habe ich vorher alles nicht gesehen, diese ganzen Speicherspots. So, da bin ich wieder. Ob ich vergesse, die Kamera wieder anzumachen. Ich glaube, ich kann vielleicht damit interagieren, aber es will immer noch nicht. Gut. Ist immer noch weiterhin nichts. Dann würde ich gut gelaunt sagen, gehen wir runter. Hier ging es nicht runter. Elevator Access. Wo geht's denn hier runter zum Elevator? War das nicht hier? Die Leiche ist weg. Ja, solche Aufzuggeschichten aus Resident Evil nur zu gut. Wie mit dem Rücken zum Aufzug. In der Regel. Ja. Er war einfach gedrückt. Ich konnte nichts im Prinzip auswählen. Beziehungsweise. Ich denke mal, dieser Gang, beziehungsweise dieser Stock wird schon richtig sein. Wenn der Bart juckt, stimmt was nicht. Ein schlechtes Omen. Immer noch die Marsch-Raffinerie. Iraru. Es? Oi.
Okay, ist auch kein Dead Space. Fahren können Necromorphs runter, von daher. Ich hasse so Aufzugfahrten. Ernsthaft. Das ist nie was Gutes. Und es kommt nie was bei Gutes bei rum. Und eine Tür, die offen ist. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Gut zu wissen, dass da nix ist. Was? Oh. Na? Zeig dich. Nein. Oh nein. Oh nein. Muss noch lernen. Entschuldigung. Dass ich dich nicht gleich getötet habe. Ich hatte keine Kugel mehr im Colt. Machen wir mal zu hier. Ja, der hat mir meinen kompletten rechten Arm gefrackt. Viechkopf. Hey, Viechkopf. Ja, komm mal her, aus dir mache ich super Ei. Was ist mein Colt jetzt wieder? Nein. Nein. Ja. Bis der mal die Waffe wählt, ne? Gehen auch mal so ein paar Sekunden. Im Kampf natürlich nicht vom Vorteil. Okay, hier ist Sackgasse. Sackgasse! Ja, mal zu hier. Wir können hinter jeder Ecke stehen. Cut him down. What? In the name of the order, protect the refinery! Nauze. Gib ihn doch. Nicht ins Kinder. Ist denn die Shooter-Passagen doch ein bisschen mehr? Nee, es geht nicht auf. Ja, die Shooter-Passagen wird jetzt echt ein bisschen mehr. Jetzt finde ich es doch wieder nicht mehr so mysteriös und beunruhigend. Also es ist mehr so, ja, verschiedene Areale mit verschiedenen Gegnern. Oder eigentlich immer die gleichen Gegner, die wir mit den Waffen einfach töten. Gut, aber das heißt ja nicht gleich, dass es ein schlechtes Spiel ist. Guck mal hier. Vent System. It's the main ventilation system. Abdüftungssystem. Okay. Da ist noch Muni. Da ist auch noch Muni. Die ist auf. Terminator 2. Ja. Stimme. Cock Action. Was ist das denn hier? Wie der sich einfach aufsperrt. Du sollst die Tür zumachen. Mit Schweiß, hier war ich. Weißt du? Jack, I'm up here. Do something for Christ's sake. Shut it, Hoover. As for you, Mr. Walters, we've just about had enough of your meddling in Innsmouth affairs. It was my pleasure to inconvenience you, Marsh. After you've watched your copper friend here die, I'm coming after you. Shoot him! Shoot the screwy bastard! Quickly, Jack! No time like the present! Yeah. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Hurry up, Jack. Ich sehe ihn halt nicht. Quickly, Jack. Time like the present. Voll in mein Gesicht. Du Schweinebär. The time limit here. Das ist also wenn. Ja, ich glaube nicht, dass Hoover stirbt. I'm gonna fucking die here, Jack. Ja, eh nicht. Aber hurry up! I'm gonna fucking die here, Jack. Hurry up! I'm gonna fucking die here, Jack. Too late. Too late. Ich habe nicht gewusst, dass ich den schon erledigt habe, den
Baku. Aber ich habe ja hier gespeichert, von daher, no problem. No problem hier. Beaches. Soll ich für diesen Part doch lieber das Maschinengewehr nehmen? Ich weiß es nicht. Nö. Jack, I'm up here. Quickly, Jack. Ja, ja. No time like the present. For Christ's sake, just shoot him. Hurry up, Jack. Ich komm mal hoch. Okay, zwei Schüsse und ich bin tot. Das ist natürlich auch krass. Also ich meine, das ist wie bei Mario. Erst Pilz, verlierst du dann erstmal dein Großsein und dann bist du klein. Und so ein Ola Koopa, bist du tot. Ja, ja, mein Bestes. Weil er auch immer die Waffe wegstecken muss, ne? Warum zeigt dein hässliches Gesicht? Hurry up, Jack! Wo ist denn der Schweinebär? Den nicht. Ist er jetzt tot oder nicht? Ja, ich weiß doch. Hurry the hell up, Jack! Gott, wollen wir drum. I'm gonna fucking die here, Jack! Ja. Hurry up! Mach doch schon! Fucking die here, Jack! That was too close. You have my fullest gratitude, Walters. You'd make a first-rate agent. Too bad you got that stinking attitude. A lousy night of torture can really grate on a man's mood. If your aim was as sharp as your wit, then Marsh wouldn't have gotten away. Your orders were to take him alive, not blow his brains out. That was before the crazy psychopath tried to kill me. Besides, he left his briefcase by the controls. There's probably enough evidence in there to sanction a full-scale raid. So I couldn't care less if you bring him back in small boxes. Just get the bastard. The briefcase Jacob Marsh was carrying. So get a move on. Okay. Damn it. Marsh must have locked it behind him. Ach, das war gar nicht Marsh. Und Marsh hier. I'll have to find another way around. Another way around. Lass mich raten, hier rüber. Das macht ja keinen Sinn, ist verriegelt. Ja. Okay. I don't need to use the controls anymore. Mit der krassen Suicide begehen, wenn ich wollte. Da unten ist eine Tür, da gehen wir jetzt rein. Gucken mal. Hier wird Gold gefarmt. Wenn es in WoW doch auch nur so einfach wäre. Diese Zwischensequenzen, die machen mich fertig. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es wird mir mächtig den Arsch aufreißen, wenn ich es irgendwann treffe. It won't budge. Hier geht doch gar nichts auf. Das ist doch alles hier. Alles fake. Wendet sich, ob ich hier richtig bin. Ah, Gott. Überall so viel offene Areale. Goldcasting. Wird Gold hergestellt. Clock. Ist hier irgendwas noch vielleicht?
Die geht nicht auf, die hat gar keinen Türknauf. Komm ich denn da hin? Andere Seite. It's locked. Scheiße. Kam ich nicht von hier? Gott verwirrt. Da geht's nicht lang. Mit diesem grünen Licht sieht alles sehr, sehr geil aus. Hier ist nix. Da geht's rein. Das wird das Ding lang fuhr. Könnte sein, ne? Komm da noch nicht hoch. So, der Aufzug. Ja, ich glaube, wir sind hier da unten. Wir sind im unteren Bereich der Schmelze. Ich glaube nicht, dass das hier richtig ist. Ah, du. Ich habe gedacht, hier geht's weiter. Hätte sein können. Okay. Dann mal schauen. Ist also nichts. Vielleicht muss ich geradeaus. Weil Twitch-Partner. Twitch ist mein Partner, Twitch ist mein Freund. Wir saufen zusammen und die Birne weg, dass morgen wieder die Sonne scheint. Ich will nicht, dass es kommt. Es scheint ja keins dieser Fischwesen zu sein. Zumindest kein reguläres, weil... Damn it. Marsh must have locked it behind him. Na, toll. War ich doch richtig, oder was? Ah, Gold Qualification. Achso, Gold Casting war das andere. Na gut. Da hat er die Hintertür gesperrt. Der alte Marsh. Aber Marsch. It won't budge. Hier geht nicht auf. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. Oh Mensch, hier war ich noch nicht. Was ist hier denn? What? Ich speichere erstmal. Das ist mir alles nicht geheuer. Zurück. Okay. Was liegt denn hier? Was ist denn hier? Ein Gang. Wohin führt uns dieser Gang? Alter, da vor dem Scheiß. Was diese Geräusche. Das ist schlimm. Da weiß ich nicht, ob jemand hinter mir ist oder vor mir. Bestimmt bewegt sich es auch durch die Heizungsrohre. Hier bin ich wieder. Na toll. Da komme ich also raus. Ja. Das bringt mir was. Da war ich doch schon. Hier war doch nichts. Da, Automat und so. Ich verstehe das nicht. Da geht's ja nicht lang, abgeschlossen. It's locked. Da ist zu, hier kann ich nicht weiter. Das ist schrecklich.
Stimmt, die ging nicht auf, weil kein Türknauf. Ach Gott. Das ist echt immer manchmal so eine Sucherei. In welchen Räumen war ich schon und welchen noch nicht? Also es ist ein Kesselraum hier, den kann ich ja eigentlich schon abhaken, so gesehen. Bin ich hier lang gekommen, ich ja dann quasi wieder dahin. Dieses komische Verbindungsröhrchen da. Weil hier laufe ich ja wieder im Kreis. Hier gehe ich ja quasi hoch. Dann auf die andere Seite und dann war da der Gang. Hier komme ich wieder runter. Hier geht es wieder zurück, nehme ich mal stark an. War das? War das? Gut. Gut. Was? Was zum Fick ist das? There's no power going to the electrodes. Macht der was? It doesn't look as if this machinery has been used in some time. It won't open. Nope. Ich hab keine Knarren mehr. Weiter. Au. Du Sackgesicht. The machinery must have overloaded. Augen. Gott, ist das Resident Evil hier oder was? Durchgebrannt, ich brauche eine neue, ha? Aber woher? Ich nehme nicht an, dass er mich vorbeilässt, einfach so. Es braucht also wahrscheinlich Strom, um zu leben. Electrode activated. Der war da auch nichts, ne? Komm, wir atmen jetzt erstmal. Komisches Teil. Hat was von Resident Evil, finde ich gut. Nein. Frech. This looks like a reasonable hiding place. Vernünftigen Unterstand, hier habe ich. It won't open. Kann er nicht durch. Vielleicht ihn dazu bringen, dass der hier durchlegt. Hey du. Komm mal her. Der kommt gar nicht mal so weit. Scheiße. Wow. Der ist schnell. Weißt du? Nur weil du Augen hast. Ah, die. Ah. Die Scheibe. Ah, meine Schwachstelle, hat meine Schwachstelle gefunden. Ah, die Scheibe. Oh, ich sehe jetzt an und werde verrückt. Hey, one open. Yeah.
Ich habe auch keine Knarre, ich kann nichts tun. Hier geht nichts auf. Ich habe nichts. Das ist wieder mal eine gute Ausgangssituation. Au. Ich bin gegen das Teil gelaufen. Oh, da hat mich was weggesnackt. Scheiße. Schon aggressives Vieh. Und das ist also das Ding, was mich als verfolgt hat. Mhm. Da hat HP Lovecraft viel Liebe reingesteckt. Er greift mich aber nicht an, wenn ich hier bin. Da guckt irgendwie noch so ein anderer Augenpenis, aber... Und runter geht nicht. Der ist schnell. Sobald ich da hingehe, fängt er wieder an durchzudrehen. Aber ich sehe schon, ich habe eine halbe Stunde auf der Uhr. Das heißt also für mich erstmal Pause. Für euch heißt es dann, wir sehen uns in der nächsten Folge Call of Cthulhu wieder. Also wöchentlich, jeweils am Sonntag, 2 Stück. Also insgesamt so eine Stunde, anderthalb. Ja, falls ihr Bock habt auf dieses Projekt, würde mich das gerne interessieren und würde mir auch gerne kundtun. Des Weiteren, wenn ihr Bock auf Kommentare habt, schreibt mir gerne eins. Oder lasst gerne was Positives da oder auch was Negatives. Ich bin für Kritik offen. Oder für anderweitige Sachen. Wie gesagt, könnt mir auch Essenstipps schreiben oder wo man am besten feiern gehen kann oder sowas. Was ihr wollt. Muss auch nichts mit dem Video zu tun haben. Also, macht das gut. Bis zum nächsten Mal bei Call of Cthulhu.